FM Backstage. Heinz Strunk dürfte vielen entweder als Mitglied von Studio Braun, als Autor von Fleisch ist mein Gemüse oder als Spitzenkandidat für die Partei in Hamburg bekannt sein. Kürzlich hat er nun ein neues Betätigungsfeld gefunden, als Solomusiker mit seiner ersten Veröffentlichung. Sie nannten ihn Dreirad, heißt das Werk, das 12 Songs beinhaltet, die sich musikalisch am ehesten in die Schublade Elektropop stecken lassen. Doch warum veröffentlicht jemand, der bisher eher als Texter auf sich aufmerksam gemacht hat, überhaupt ein Album? Ich habe das gemacht, weil ich Songs schreiben wollte für Fraktus. Und da der mein Output so außerordentlich hoch war, habe ich den kurzfristig entschieden, ein Album draus zu machen. Und da ich wusste, dass ich jetzt im Winter auf Tour gehe, habe ich dann das Konzept umgemodelt, irgendwie keine Lesung, sondern eine Show zu machen. Schonende Musik ist schlecht denkbar. Fraktus ist eine fiktive Band der Studio Braun-Mitglieder, die Anfang der 80er den Techno begründet und dafür im Jahr 2012 mit gleichnamiger Mockumentary gewürdigt wurde. Das war vor 2 Jahren hätte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass ich nochmal jenseits von Fraktus irgendwie Popsongs mache, die im weißen Sinne Popsongs sind. Und es ist genauso gewesen, wie ich es eben beschrieben habe. Ich habe mich hingesetzt und es ist dann auch so, dass tatsächlich auch das Musikmachen mehr Spaß macht, als das ewige Geschreibe. So. Und außerdem kommt es gut an. Und die Hütten sind immer voll, also hat sich das für mich schon so jetzt schon gelohnt. Natürlich verkauft man nicht, ist ja eh klar, brauche ich drüber zu reden, aber ist okay. Und außerdem ist es immer so, ich gelte ja und bin auch sehr fleißig. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen es mir noch lange ausgeht, was läuft. Weil ich auch die Leute irgendwie aus dem Publikum halt immer wieder mit neuen Sachen überraschen. Während die Musik recht eingängig ist, sind die Texte auf Sie nannten ihn Dreirad eher gewöhnungsbedürftig. Gerade weil das Konzept einer, sagen wir, Comedy-Platte hierzulande nicht weit verbreitet ist, liegt die Frage nahe, wer eigentlich die Zielgruppe ist und was diese letztendlich damit anfangen soll. Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich ja gar nicht irgendwie beeinflussen. Das kann ich ja gar nichts. Also ich habe weder ich habe keine Zielgruppe und weiß auch gar nicht irgendwie, wer das ist, wenn man geht. Also ich kann es ja schon abchecken, wenn ich beim Live-Publikum so, ne? Aber in der Regel irgendwie kann ich auch schlecht Bedingungsalleine für die Songs oder für die Texte abgeben. Es selektiert sich ja automatisch, dass die Leute, die, wo es mit der Intelligenz nicht so richtig weit herreicht, für die ist dann sowas wie Dackelblut. Dann kann ich das auch nicht ändern. Mit Fleisch ist mein Gemüse legte Strunk 2004 eine Art Autobiografie vor, in der er sein Schaffen in der Tanzband Tiffany's verarbeitet. Aus dem Leben gegriffen sind auch einige Texte auf, sie nannten ihn Dreirad. Zum Beispiel der Song Opa L'Amour, der von alten Männern handelt, die sich nach jungem Fleisch sehnen. Opa L'Amour auch für mich eine immer näher rückende Wirklichkeit. Ne? Also ich habe noch einige Jahre dem entgehen zu können. Und das ist Opa L'Amour ist ja ein sehr schönes, sprachlich finde ich sehr gelungenes Schreckszenario. Was wäre wenn? Und literarisch ist das ja irgendwie ein bei sehr vielen alten Männern von Martin Walser bis, keine Ahnung, irgendwie auch eben Philip Ross und die amerikanischen, ist das ja irgendwie ein sehr redundantes Thema, dass sich auch sehr, sehr alte Männer, also die dann schon Uropa-Labor sind, auch darüber beschweren, dass 18-jährige Mädchen keinen Bock mehr haben, ihnen die Eier zu lecken. Und das ist dann, da wird es dann immer unangenehm. Also wenn man da dann sich immer noch selber beklagt. Ne? Aber das ist uns in Büchern tatsächlich passiert und ein bisschen peinlich. Stichwort peinlich. Die eigene Außenwirkung ist vielen Künstlern besonders wichtig, egal ob Autor oder Musiker. Als jemand, der seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist auch Heinz Strunk bei jeder Veröffentlichung Ziel von Kritik, ob positiv oder negativ. Nur juckt das jemanden wie ihn überhaupt? Ich gebe die Sachen ja immer nur dann raus, wenn ich selber der Meinung bin, dass es ganz gut ist. Außerdem bin ich glaube ich schon selber sehr kritisch mit mir. Aber habe ich auch noch Leute, die sind noch kritischer. Und es war immer schon so, auch noch als total erfolglos war,
da gab es immer so Leute, deren Urteil mir, also deren Urteil lag mir immer gelegen. Und das sind eigentlich mal, das sind auch die gleichen. Das ist zum Beispiel, sind das eben Bobo und Jack und aber so ein paar Leute aus dem Titanic-Umfeld und so. Und da kann ich mich irgendwie drauf verlassen, dass die geschmacklich so weit vorne sind, dass sie mir denn so das auch sagen würden, wenn es nicht gut wäre. Aber meistens vermeide ich das, weil ich dann die Sachen, die so problematisch sind, vorher schon für mich behalte. Für sich behalten hat Heinz Strunk bislang auch sein tatsächliches musikalisches Talent. Anders als bei Künstlern wie Helge Schneider, die auch ernsthafte Musikalben veröffentlicht haben, steht das beim gelernten Querflötisten Strunk noch aus. Ist die musikalische Selbstverwirklichung vielleicht eine Option für die Zukunft? Also das würde ich nur dann, würde nur dann in Frage kommen, wenn ich jetzt so tierisch, also ich kann ganz gut spielen, so, ne? Also meine zumindest in der Flügel und Saxophon, das kann ich ganz gut. Aber ich habe so viel Respekt vor Leuten, die es noch viel besser können. Das ist fast keine Frechheit, aber irgendwie, es gibt weder ein inneres Bedürfnis noch sonst irgendwie einen Grund, weswegen ich ein Saxophonalbum aufnehmen wollte. Das würde ich so anstrengend. Das wollen die Leute auch nicht hören. Der Helge ist wieder was anderes, der macht eh, was er will, und außerdem ist er der beste Musiker. Sie nannten ihn Dreirad. Von Heinz Strunk ist Ende Januar bei Audiolied erschienen. Außerdem recht frisch Das Strunk-Prinzip. Eine Sammlung von Texten, die es so oder in ähnlicher Form schon in der Satire-Zeitschrift Titanic gab. Ernst FM. Laut, leise, läuft.